Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Weiter geht's mit unserer Marskolonie. Und ich lasse mal weiterlaufen, wollte ich gerade sagen. Nein, es gibt schon gleich wieder eine Reflexion. Die kommt mal direkt, nachdem er geladen hat. Ich weiß nicht warum. Das Kohlendioxid aus den Trockeneiskappen wird einen galoppierenden Treibhauseffekt auslösen. Und die sterile Atmosphäre des Mars wird sich für immer verändern. Ab diesem Punkt gibt es kein Zurück mehr. Für immer? Warum klingt das so faszinierend? Es ist permanent und inspirierend. Ich hinterlasse eine permanente Spur. Das mag selbstsüchtig klingen, aber der Mars wird nie wieder der alte sein. Und das nur meinetwegen. Wenn du das sagst, dann glauben wir das. Das ist auch so. Haben wir jetzt schon die nächsten Chemikalien an Bord? Ich habe gesehen, ich glaube, wir haben hier oben eine weitere Chemiefabrik gebaut. Genau. Hier gibt es nochmal Eisen. Das ist cool. Was ist das hier? Kohlenstoff. Okay. Ich habe gesehen, in der Forschung, wenn wir den Kram denn hier irgendwann fertig haben, es gibt hier die Minenaufwertung. Das wird natürlich ordentlich was bringen, denn da scheint es. Nee, von 2 zu 6 heißt das so? Nee, Wasserextraktor. Also auf jeden Fall sollte der mehr Wasser rausholen, gehe ich mal davon aus. Oder er bringt halt einen in kürzerer Zeit. Da steht 10 auf 7 Sol. Insofern scheint das alles etwas schneller zu gehen danach. Das wird uns auf jeden Fall helfen, würde ich sagen. Ansonsten müssen wir hier einfach weiterlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob wir eine zweite Kolonie bald brauchen, aber auf jeden Fall brauchen wir die verbesserten Gebäude. Forschen tun sie. Diese Station braucht noch eine ganze Weile, bis die fertig sind. Ich weiß nicht, ob wir mehr Leute, Bevölkerung halt nur 4 von 50. Wie kriegen wir denn da mehr Leute hin? Wie viele wohnen denn hier in unserer Kolonie? 95. Naja, eigentlich wird das schon passen, dass die hier hinkommen. Die Anlagen sind gebaut, das ist nicht das Problem. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier tatsächlich rüber müssen. Aber ich glaube, ich gehe das mal an hier. Was haben wir hier noch? Silizium nochmal. Wo haben wir denn die meisten Probleme? Stahl haben wir gerade. Alles andere geht so leicht nach oben. Aber am wenigsten haben wir Kohlenstoff und Aluminium. Na gut, Kohlenstoff hätten wir ja. Dann machen wir das doch nochmal. Da noch einmal Kohlenstoff. Und hier unten machen wir jetzt tatsächlich noch eine Wartungsstation. Wartungsanlage, so heißt es. Und zwar so weit weg, wie es geht. Hat da keine Energie, aber so sollte das hinhauen, oder? Ist klar, dass das zu weit entfernt ist. So, jetzt müssen wir gucken, was wir dazwischen bauen. Ich glaube, in dem Fall mache ich mal einmal auch noch eine Relay-Station, wobei wir brauchen eben auch. Was macht denn der Windpark? Der bringt 50 Megawattstunden. Aber ich weiß nicht, wo der am meisten. Moment, 50 Megawatt? Wird das irgendwo anders? Humanity's reasons for altering Mars are clear. But what is my purpose in all this? Was meine Rolle in der Sache ist? Beweisen, dass ich existiere. Das wäre doch cool. Oder? I am causing massive and permanent change. It will stand as eternal proof that I existed. It is a selfish desire, and the presence of selfishness proves there is a self. Na, siehst du? Wusste ich doch. Gut. Was wollte ich gerade bauen? Eine Energiestation, und zwar direkt einen Windpark. Der bringt 50 und nicht 30. Insofern sollte das hier machbar sein. Wir haben hier tatsächlich auch so einen Energiekreis, insofern, aber ich glaube, das gilt nur insofern, dass der. Ja, wir müssen ihn natürlich da anschließen, so dass der dazwischen passt. So müssen wir das machen. So, und dann kommt da auch eine Mine hin. So, und dann schauen wir mal, ob das was bringt. Mehr von allem, bitte. Wie viele Arbeiter haben wir jetzt? Jetzt sind alle 7 Arbeiter da. Okay. Wenn wir jetzt 7 Arbeiter haben, dann würde ich sagen, können wir auch noch eine Relay-Station oder ja.
Dann können wir das noch bauen hier. Ach, das Gebäudelimit ist erreicht. Ah, okay, aber gut. Okay, das passt ja also gerade so. Wir sind bei 80 Zusatzlager. Ich hoffe, dass wir dann eine Stufe nach oben kommen. Dann können wir jetzt mal schneller laufen lassen. Dann können wir eh nichts mehr machen. Muss vielleicht nochmal die Overlays an. Ah, wir haben einen Wetter-Overlay jetzt. Das haben wir wahrscheinlich schon länger. Das habe ich verpasst. Gucken wir uns gleich an. Zusätzliche Lagerzentren werden für die Lagerung überschüssiger Ressourcen von großem Wert sein. Ich sollte nach geeigneten Standorten suchen. Alles klar, das haben wir scheinbar... Nee, das sagt er uns ja mal kurz, bevor wir fertig werden. Aber, also, wir haben... Wo ist das grün? Wir haben die Temperatur hier, die noch bei wahrscheinlich minus 55 irgendwo liegt, wenn ich das richtig sehe. Hier oben natürlich bei minus 60. Das müssen wir deutlich erhöhen. Was haben wir hier? Biome. Was wäre das? Flechtenwald und Tundra. Und es soll zu Grasland, Wüste, Polarmeer und Meer natürlich werden. Es könnte auch trockenes Tal sein hier, aber es sieht eher nach... Obwohl, es müsste ja eigentlich... Ein Flechtenwald würde ja irgendwie anders sein, oder? Und die Feuchtigkeit. Oh, das sind die... Sind das die Winde? Das ist ja geil. Das sieht ja cool aus. Sieht man das von da auch? Nee, von hier maximal. Okay, alles klar. Ich wollte eigentlich gucken, genau, der Scanner macht noch was. Da oben wird noch einer gebaut. Ist der zu weit weg? Nein, da fahren Leute hin. Alles gut. Und wahrscheinlich müssten wir den eigentlich schon fast wieder ab... Da ist wieder ein Krater, ein Meteorit runtergekommen. Wahrscheinlich müssten wir den schon fast wieder umbauen und hier auch nochmal eine Wartungsanlage hinbasteln. Jetzt bin ich ja gespannt, was das hier alles so ist, ob man da spezielle Sachen findet. Perseverance Rover, 2021 USA. Ah, das ist tatsächlich, den gab es, ne? Oder den gibt's? Das Terex 1 Landemodul, keine Ahnung. 2082 wird wohl nicht mehr real sein, aber die Beagle 2, die sagt mir auch was. Landemodul der Mars Express Mission. So, Zusatzlager sind erforscht. Bietet zusätzliche Lagerkapazitäten für Ressourcen innerhalb der Basis. Das ist gut. Wir kommen eine Stufe nach oben. Oder? Ah, und jetzt müssen wir das erstmal... Genau, jetzt müssen wir das erstmal hier unten freischalten. Und da kriegen wir dann ein erhöhtes Gebäudelimit. Alles klar. Wie sieht es aus mit der Wartung? Sind alle noch im Bereich... Ja, wartungsmäßig sind wir jetzt eigentlich erstmal ziemlich gut gestellt. Diese Chemieanlage könnte ein Problem werden, wenn wir die denn irgendwann haben wollen. Aber ansonsten ist eigentlich alles richtig. So, Energie ist auch da. Noch plus 100 sogar. Und der Verkehr... Oh, wir haben Zonen jetzt. Was ist denn das? Jede Relay-Station macht so eine eigene Zone, so wie es aussieht. Aha. Interessant. Nicht schlecht. Gut. Aber ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt anstellen sollte. Außer dafür zu sorgen, dass es hier jetzt weitergeht. Ah, Kohlenstoff. Die Chemiefabrik wird hier gar nicht gebaut, ne? Können wir die mal priorisieren kurz? Ne, warte mal. Doch, jetzt da. Damit haben wir die Chemiefabrik. Was ist mit dem Kohlenstoff? Der ist auch noch nicht gebaut, der Wasserextraktor. Warum das denn nicht? Bitte mal das auch priorisieren. Nummer 1, Nummer 2. Wasser wird nämlich langsam eng hier mit 8. Ich glaube, wir brauchen da oben auch nochmal Wasser. Bevor es ganz eng wird. Ach, wir können ja nicht mehr. Ist ja das Gebäudelimit erreicht. Haha, müssen wir jetzt was abreißen? Mal kurz ein bisschen langsamer laufen lassen. Also, Wasserextraktor wird jetzt gebaut.
Da kommt jetzt Wasser dazu. Wir produzieren 3,2, könnten 5,6 produzieren. Applying Earth technologies to the Martian environment is a challenge. Many techniques and procedures will not apply here. I am excited to make engineering progress in this planet. Ja, ich auch, aber nur so lange, bis mir die Leute wegsterben, dann wird's weniger lustig. So, Wasserextraktor. Wir haben noch Ressourcen. Du bist mit 95% Effizienz ja gut dabei. Und du bist momentan bei 46, 48. Okay, das geht jetzt nach oben. Aktueller Bedarf 4,9. Kommen wir jetzt fast ran. Wenn wir Glück haben. Forschung ist schon bei 100 wieder. Okay, alles klar. Wie weit ist denn dieses Forschungsprojekt da oben? Nicht mal bei der Hälfte. Na gut, dann lasse ich nochmal vorsichtig ein bisschen schneller laufen und schau mal auf. Nahrung ist auch so fast am Ende. Das heißt, wir müssten eigentlich auch nochmal eine Nahrungsfabrik bauen. Wir wollen ja sowieso irgendwie weiterkommen. Dafür brauchen wir aber auch mehr Chemie und mehr Wasser. Was ja alles hier oben ist. Moment, aber hier haben wir jetzt auch Wasser und da Chemie. Dann können wir doch da auch noch eine dazwischen bauen. Müssen die zwar besser... Achso, wir haben ja eh Gebäudelimit erreicht. Ach, was will ich hier? Was will ich denn hier machen? Kein Kohlenstoff mehr. Wenige Teile. Aluminium sowieso nicht. Können wir den mal kurz hier starten, den Windpark? Oder will da keiner rüberfahren? Oder funktioniert das mit dem... Doch... Mit dem Verkehr nicht, wollte ich gerade sagen, aber da fährt jetzt einer. Forschungsaußenposten Huolong-Kolonie. Forschung abgeschlossen. Forschungsteam TNOA 2-3 Atomphysiker Xash Amask hat das Ganze geschrieben. Wir konnten das Gebäude mit Hilfe von MMEV-Batterien mit Energie versorgen und unsere Untersuchung durchführen. Wir glauben, dass es sich um ein verlassenes Habitat der Huolong-Mission handelt. Das Gebäude ist noch in gutem Zustand. Wir nehmen es wieder in Betrieb und ein paar von uns sehen es sich von innen an. Unsere größte Entdeckung des Tages war eine Karte, die den Standort einer weiteren Einrichtung an den Koordinaten 16,8 Ost und 14,5 Grad Süd verrät. Es scheint ein Atomsilo zu sein. Okay, dann sag mal, wo das ist. Wo haben wir denn unsere Höhen- und Breitengrade? Ach man, man kann hier nicht in Ruhe irgendwo was angucken. Was los, Valentine? Hey Amy, it's Elia. I can't believe what we found. It's an abandoned facility. Have you read the expedition log I sent yet? Nee, habe ich nicht. Ah, sehr gut. Wir haben die Ingenieurswissenschaft abgeschlossen. Lass mich doch mal kurz. Ich bin mitten im Gespräch, Mann. Schnellere Straßen, Batterie oder Minenaufwertung? Ich würde mal die Minen aufwerten. Muss ich die einzeln aufwerten? Nein, ne? Gut. Was denn für Logbuch? Oh, it's incredible. The research team did a great job. They noted everything they found at the abandoned colony. You've got to read it. I've uploaded it to your knowledge base, but I can give you the summary. That would be great, Elia. Well, the facility was from the Huolong mission. It was a Chinese mission to terraform Mars in 2088. To this day, they deny its existence. Now we know their plan was to drop nuclear weapons on the poles and release enough greenhouse gases to warm the planet. China got pretty far with their space program. I've admired their ambition for a long time. Was war denn die Huolong-Mission? What did the research team discover about the mission? The nuclear approach is a good plan, but it would have made Mars uninhabitable for a long time. It was aborted before they detonated the first bomb. China's entire space program was put on hold when the famine struck. It took out almost half of the Asian continent. China allied with its neighboring countries to survive. And that's how the techies, sorry, I mean, the Eastern Coalition came to be. Now, it's taking all their focus to keep their continent in a habitable state. So they don't have much going on in the space department anymore. But
we might be able to learn something from the nuclear silos they left behind. We found the location of one of them. Ja, okay. I've uploaded the coordinates to your system. You can see it in your orbital view. The silo's located in SA9. I'll get authorization from ISA to explore this new sector. Whenever you think it's a good time to go, I'll send a research team. All right. I better get going on my EVAs. Talk to you later. Alles klar. Machen wir. Aber mit Atombomben wollen wir das hier nicht terraformen. Aber gut, will ja auch keiner. Wollte es nur gesagt haben. Wo ist die nächste Station? Also, wir haben wieder Platz für 100 weitere Gebäude. Das ist ja nicht schlecht. Auf jeden Fall haben wir jetzt... Genau, und jetzt machen wir die Minenaufwertung. Jetzt sollten wir hier unten mal... Der Windpark steht schon. Dann sollten wir mal die Mine bauen. Auch wenn es weit ist. Und die Wartungsanlage hinterher. The mysterious ruins ended up being an abandoned colony. Part of the Whole Long Mission. Also known as Fire Dragon. I would like to have more information, but the records about the mission are very unclear. Some speculation about it, maybe, but nothing concrete. Okay. Naja, die Aufgabe ist klar, untersuche das verlassene Silo, aber ich habe es jetzt, ich sehe es gerade nicht, das verlassene Silo, wenn ich ehrlich bin. Das sah doch so aus, oder? Mit so einem Zeichen, mit so einem Menschenzeichen, oder ist das ganz woanders hier, das Ding? Kann ja jetzt wohl nicht am anderen Ende der Welt sein, oder? Ha! Hier ist es! Könnte eine chinesische Mission gewesen sein. Kein Hinweis darauf, dass solche Waffen jemals eingesetzt wurden. Chinas Weltraumprogramm wurde auf Eis gelegt, als sämtliche nationalen Ressourcen darauf verwendet wurden, werden mussten, die Hungersnot auf dem asiatischen Kontinent zu bekämpfen. Ja, das hat sie uns erzählt. Wie sollen wir denn da jetzt was hinbauen? Also, wir können ein Lagerzentrum bauen. Das ist schön. Kann ich mal ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich da jetzt... Das ist ja zu weit weg. Keine Wartung, keine Energie. Und außerdem gesperrter Sektor. Das könnte ja sich nur jetzt um Jahrzehnte handeln. Moment mal. Können wir hier eine Spezialgeschichte machen? In irgendeiner Form? Nee, das ist die Migration... Also da würde ich jetzt nicht wissen, wie ich da jetzt... Also ich meine, klar kann ich mich da hinbauen. Dauert halt ein Momentchen, ne? Moment, da gucke ich mal in den Forschungsbaum jetzt rein, was es hier so gibt. Also schnellere Straßen, was ist ein Hyperloop? Verbindet weit entfernte Gebäude mit superschnellen unterirdischen Tunneln. Vielleicht ist das sowas, womit man dann darüber kommt. Fabrikaufwertung, Minenaufwertung, Atmosphärenbremsung. Kolonie 2 bringt mehr Kolonisten, ist mir schon klar. Schwarzer Staub. Also bin ich mir jetzt nicht sicher, wie ich da rüberkommen soll oder ob ich das tatsächlich so machen soll, wie ich mir das jetzt gerade vorstelle, dass ich da einfach langsam rüberbaue. Das wäre ja eine Möglichkeit. So weit ist dann auch wieder nicht. Wenn man sich die Straßen jetzt hier mal so anguckt. Aber ich glaube, wir sollten mal hier nochmal schauen. Also Kohlenstoff muss noch an den Start. Aluminium muss noch an den Start. Wollen wir hier noch eine Kohlenstoffrunde mitnehmen? Weil ich glaube, die ist außerhalb des Wartungsbereichs gerade, ja. Aber die steht, ne? Ja. Also Kohlenstoff scheint nach wie vor ein Problem zu sein. Dann bringe ich jetzt hier nochmal eine Kohlenstoffmine ran. Die Ressourcen, die wir haben, die sollten wir nehmen. Wir müssen sowieso auch nochmal gucken. Das hatte mir ja jemand schon am Anfang geschrieben. Hier, Aluminium. Ressourcen nur noch bei 222. Also müssen wir uns auch wirklich... ranhalten, dass wir hier weitermachen. Wo kann denn der nächste Scanner hin? Hier ist das Wartungszentrum. Keine Energie ist okay, aber keine Wartung wäre blöd. Achso, wir müssen warten, bis das da ist. Das Wartungszentrum.
Und dann bauen wir den nächsten Scanner, weil wir dann sehen können, wie weit wir damit kommen. Dann bauen wir hier jetzt so langsam eine Straße rüber, würde ich sagen. Automatisches Speichern ist auch nicht schlecht. Das hatte ich ja jetzt echt nicht erwartet, dass das so weit weg ist. Aber gut, ein bisschen schneller darf es ruhig sein. Eine Teilefabrik bräuchten wir auch nochmal. Die macht gerade gar nichts, die Teilefabrik. Mal kurz schauen, wo sie nochmal ist. Da ist sie. Die braucht halt auch Aluminium. Ja gut, okay. Irgendwo noch Aluminium gefunden hier? Nee, nix. The Chinese government denied any existence of this mission. But how could they hide an entire Mars mission? Durch die Androhung von Gewalt durch private Finanziers. Das geht beides durch private Finanziers. Enough money can buy silence, even when it is something as massive as this. Ich frage mich ja, was diese, ob diese einzelnen Entscheidungen, die ich hier jetzt immer treffe, indem ich da so eine Antwort sage, ob die irgendwelche Auswirkungen haben irgendwann. Das ist, hier ist noch Wasser, ne? Ja, Wasser ist auch eng. Machen wir das auch nochmal da. Hier ist auch nochmal Wasser. Aber kein Aluminium weit und breit, ey. Wir sind ja eigentlich... Nee, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich gucken. Also die sind dabei und machen und tun. Allerdings jetzt wirklich auf ziemlich heftige Entfernung. Weil so langsam sieht es gar nicht aus. So, Wartungsanlage steht jetzt, ja? Sehr gut. Dann gucken wir mal, wo wir die nächste... Na, den nächsten Scanner hinstellen. Aber was heißt denn eigentlich... Upgrade will allow me to extract resources faster. They will also require less maintenance. A win-win. Okay, das ist doch gut. Eine Win-Win-Situation. Zu weit entfernt, zu weit entfernt. Keine Energie. Kann ich mal ganz kurz sehen? Genau, wartungsmäßig können wir bis hier ran. Da müssten wir eigentlich hin. Irgendwo hier so. Und dann müssen wir nur die Energie und irgendwas anderes dahinstellen. Das ist drin, ja. Also dann bauen wir noch eine Relay-Station dazwischen. Dann haben wir trotzdem keine Energie angeblich. Das halte ich für ein Gerücht, oder? Oder ist die Relay-Station ist für Energie nicht drin, wa? Oder wie ist das? Also die Straße haben wir schon mal. Aber stimmt, ich erinnere mich. Warte mal. Relay-Station... Naja, hier haben wir eh einen Solarscanner dazwischen. Vielleicht müssen wir dann noch eine Solaranlage hinbauen. So, wo ist der Ort da hinten? Gott, das ist schon ganz schön weit. A well-known space entrepreneur around that time popularized the idea of using nuclear weapons on the poles. It is true that they would succeed in melting the poles. But what kind of human would come up with that idea? Wahrscheinlich ein Geschäftsmann. Wir sind voll die Antikapitalisten. A businessman purely seeks to profit from the space race in the 21st century. It is a solid idea, but there are better ways to melt the poles. Bestimmt gibt es bessere Wege. Wir sind ja quasi dabei, oder? Also ich hoffe mal stark. So, jetzt geht das Wasser mal nach oben. Jetzt haben wir 6,7 Produktion, Bedarf 5,5. Bei der Nahrung sind wir noch zu schlecht. Wie sieht es denn da aus? Habe ich hier nicht gerade eben... Ach ja, stimmt, da hatten wir keine Gebäudemöglichkeit mehr. Deswegen bauen wir die jetzt hier zwischen Chemiefabrik und Wasserextraktor. Hier unten rein. Und dann kann man mal gucken, ob wir... Schauen wir noch einmal auf die Wartung. Sieht gut aus. Könnten auch noch hier nochmal Kohlenstoff, aber Kohlenstoff geht jetzt gerade. Aluminium ist immer noch lahm.
1400 Ressourcen sind aber gut. Und ich kann jetzt, nee, noch nicht, aber bald, diese Dinger aufwerten hier. Haben wir noch irgendwas, was wir bauen müssten? Angeblich müssen wir bald neue Raumhäfen bauen, hat, glaube ich, auch jemand von euch geschrieben wieder. Und Dr. Foster ruft mal wieder an. Amy. Hallöchen. Nathan here, do you copy? Absolut. There is some noise, but I can copy. Go ahead. Our tracking and data relay satellites are still compromised. We've re-examined every single component, but haven't been able to identify the problem yet. Maybe it is interference from space that is impacting the satellite operations. Solar flares or radiation damage are probable causes. Yes, it's possible. We're working on some new designs that can hopefully withstand space weather a little more. But meanwhile, continue recording all your actions when we're offline. I'm sure we'll find a solution soon. Shall I proceed with launching the additional satellites to help with this issue? That would be helpful, but how would it affect your mission progress? Hilfe hat Priorität natürlich. It would be an improvement for the mission. I agree. All right. You are authorized to execute this special project. By the way, Commander Valentine mentioned that you had reason to explore SA-9. Is that correct? Yes, Dr. Foster. We may have located some external resources that could assist the mission. Roger. I've gone over it with ISA administration, and they've granted permission to unlock the sector. First, you'll need to research the launch control satellite technology. Then you can enter your orbital view and launch a control satellite into SA-9. Ah. Go ahead when ready. Houston out. Alles klar. Das müsste, hätte ich ja vorher wissen müssen, hätte ich das hier nicht bauen müssen, aber gut. Wir kommen da irgendwann, dann schicken wir da einen Kontrollsatelliten hin, wenn es sein muss. Geht jetzt, glaube ich, noch nicht, richtig? Ein automatisiertes Schiff, um ESA-Kommunikationssatelliten zu reparieren. Dafür brauchen wir, wenn ich das richtig sehe, gut, wir können die Migration einmal ausstellen. Wir können den Sektor freischalten. Auch da müssen wir, brauchen wir den Spaceport dann für. Also entweder bauen wir noch einen zweiten Spaceport, das können wir natürlich auch machen. Wie teuer war das denn normal? Aber es hat so viel, also einen Raumhafen, der braucht 15. Naja, gut, okay. Ah, ich sehe gerade, wir sind schon wieder energiemäßig nicht am Start. So, wieso haben wir jetzt denn hier keinen... Na gut, ich sprach gerade über Energie. Ihr beide verbindet euch nicht. Sehe ich das richtig? Ah, Moment. Das sind die Straßen. Da ist die Energieverbindung. Die geht nicht von der Wartungsanlage. Vom Windpark runter geht sie halt. Aber sie müsste ja quasi... Achso, doch, hier geht sie hin. Das geht. Da müssen wir da noch einen Windpark hinbauen. Wir brauchen eh. Wir brauchen Energie, Energie. So, na gut, liebe Leute. Ich glaube, es geht hier noch wuselig weiter. Allerdings nicht so süß wuselig, sondern eher so ein bisschen hibbelig wuselig, würde ich das nennen. Die Minenaufwertung ist gleich vorbei. Da müssen wir das nächste mit dieser... Was müssen wir dann? Weltraum wahrscheinlich, ne? Irgendwas müssen wir hier erforschen. Da muss ich gleich nochmal gucken, wo das ist, beziehungsweise am Anfang der nächsten Runde. So, zum guten Abschluss wieder mal. Die Profile haben wir. Bisherige Missionen will ich vielleicht gar nicht. Vielleicht schauen wir mal in die Betriebsdirektiven zur Basiserweiterung. Ressourcen und Scanner. Diese drei Sachen lese ich jetzt noch und dann ist die Folge rum. So, es gibt eine Vielzahl natürlicher Ressourcen auf dem Mars, die du für deine Mission benötigst. Der Bau von aerologischen Scannern ermöglicht dir, die Bodenschätze des Planeten zu entdecken. Die Scanner analysieren Sektoren in der Nähe, wobei die Analysedauer von der Entfernung zum Scanner abhängt. Du kannst Scanner strategisch in der Richtung platzieren, in die du expandieren möchtest. Du verfügst in deiner Orbitalsicht auch über Bodeninterferometrie. Nutze diese Funktion, um dich auf die Ressourcen zu konzentrieren, die du am dringendsten benötigst. Okay, das ist doch schon mal interessant, weil das wusste ich ja noch nicht. Bodeninterferometrie weiß ich aber auch nicht genau, wo wir das finden. Müssen wir nochmal gucken. Ruinen und Forschungsaußenposten. Die Mission ist bei weitem nicht die erste auf dem Mars. Du wirst auf zahlreiche Ruinen vergangener Missionen stoßen, die auf dem ganzen Planeten verteilt sind. Du kannst diese Orte erkunden, indem du dort Forschungsaußenposten errichtest, die mögliche Geheimnisse zutage fördern.
Jeder bemannte Forschungsaußenposten gewährt den Wissenschaftlern in deinen Kolonien einen Moralbonus und bringt deiner Basis möglicherweise noch weitere Vorteile. Alles klar. Und Sektoren und Expansion. Der Mars ist in 12 Sektoren unterteilt. Du benötigst die Zustimmung der ISA, um in einen dieser Sektoren vordringen zu können. Sobald du diese Zustimmung erhalten hast, musst du einen zusätzlichen Satelliten starten, der über diesem Sektor platziert wird, und dann eine Rakete mit einem zusätzlichen Landeplatz losschicken, um in den neuen Sektor zu expandieren. Die Basen auf dem Planeten können mit Hyperloops verbunden werden, wodurch Ressourcen schneller transportiert werden können. Ah ja, okay, also dann macht man quasi eine zweite Basis auf der anderen Seite, wenn ich das richtig verstehe. Gut. Na gut, jetzt gucke ich noch einmal hier rein in die Orbitalsicht, ob ich da was sehe. Oder was meint er hier? Also hier sehe ich, dass ich nichts sehe. Haben wir hier irgendwas anderes, was wir anmachen können? Hier? Nein. Was ist denn das eigentlich? Ah. Na gut. Bin mir jetzt nicht sicher, was er damit meint. Aber ich lese vielleicht nochmal, was dieses Wort da eigentlich bedeutet. Gut, liebe Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut.